What up, Band? Willkommen, Leute. Wir haben immer noch unsere Kissenbad hier oben. Und der Turm steht auch immer noch. Das ist einfach herrlich. Ich liebe dieses Team Will Life. Aber heute ist eine ganz andere Sache Thema. Und zwar muss der Krieg gegen Team Raw natürlich weitergeführt werden. Wir müssen stetig beweisen, dass wir wirklich das bessere Team sind. Ich habe jetzt gerade noch eine Handschelle am Arm, weil ich dachte bei meinem letzten Video, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, wenn ich mir die nochmal dran mache. Obwohl wir sie ja schon abbekommen haben. Aber das wird Smiley gleich lösen. Jetzt gibt es erstmal gar nicht so viel zu sagen, außer Rob. Ich weiß ja, welche Dinge dir am Herzen liegen. Ja? Und das ist eine kleine Schwäche, die ich ausnutzen kann. Und ich will, dass du heute so richtig an die Decke gehst. That pun. Deswegen haben wir heute einen sneaky Prank geplant. Weitere Pun. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du es rausreißt. Dritter Pun, den ihr jetzt noch nicht versteht, aber später werdet ihr ihn verstehen. Jetzt ist, wie gesagt, erstmal kurz wichtig, dass ich diese Handschellen loswerde. Digga, wieso bist du denn so dumm? Wir haben diesen Ring noch gestern weggeschmissen, Alter. Du hast den vielleicht weggeschmissen, ich wusste das nicht mal. Ja, aber wie sollen wir das Zeug denn jetzt aufkriegen? Okay, warte, wir gehen los. Vielleicht ist bei Rob ein Schlüssel dafür oder vielleicht finden wir da noch irgendwas. Aber wir gehen jetzt erstmal los zu Aruba. Kaum ist mal wieder in der Team Robo-Wohnung nach einer langen Zeit. Stehen hier die wildesten Sachen rum. Hier ist einfach so eine Kinderküche. Frag mich, was sie damit vorhat. Ah, nix. Als Window Color. Alter, generell Window Color, Mann. Window Color, ey, das war meine Kindheit. Oh, er hat jetzt einfach den wirklichen, er hat ihn ja schon gebacken. Kann man den abnehmen? Lol. Stell dich vor, ich mach den kaputt. Prank. Wir haben den Playbutton zerstört. Das ist ein Clown, Digga. Gute Idee. Okay, Leute, wir ändern den Prank kurz an. Wir klauen einfach den Playbutton. Ja. Abonnieren. Kleiner Junge, okay. Falco hat natürlich auch wieder neue Kunst hingemacht. Ein geisteskrank riesiges Poster von Team Bro. Mit einem Haufen Müll davor. Und eine Sache, die mir gerade extrem gut in die Finger spielt, ist dieser neue Schrank hier. Denn ich sag euch jetzt mal ganz kurz, wovon der Prank handeln wird. Die ganz Gebildeten unter euch, die viel in der Schule aufgepasst haben und daher lesen können, haben vielleicht auch schon einen Titel gelesen und wissen, dass es sich um Schuhe handelt, die an der Decke hängen. Das Ding ist, Rob hat jetzt dieses neue Schuhregal. Und was viele von euch vielleicht gar nicht wissen, Rob hängt ziemlich doll an seinen Schuhen. Er ist jetzt kein Upper Red. Moin. Aber er liebt Schuhe ziemlich krass und hier hat er auch direkt unter seinem YouTube 1 Million Wisch eine Schuhbox mit Sneakern drin. Die finde ich schön. Die wollen wir heute nicht einfach nur an die Decke hängen, sondern wir wollen Rob natürlich auch irgendwie, unter Druck setzen. Und dafür würde ich sagen, müssen wir erstmal einkaufen und dafür sollten wir nochmal ganz kurz irgendwie das hier lösen. Aus mit Spaghetti kriegen wir das hin. Schön. Warte, die ist zu dick, die ist ziemlich dünn. Ist offen? Ja, jetzt schon. Easy. Lol. Dann heißt es jetzt, liebe Vanessa, faire shopping. Weißt du, was das heißt auf Deutsch? Das willst du von mir. Okay, gehen wir los. Alle, die es verstanden haben, schreibt mal die Übersetzung in die Kommentare. Und jetzt sind wir erstmal hier im Baumarkt. Schmili, was brauchen wir? Wir brauchen Boxen für die Flüssigkeiten. Du hast noch gar nicht erklärt, was wir machen, oder? Hast du einen Teaser rausgehauen? Okay, wir brauchen Boxen für Flüssigkeiten also. Ich glaube, die da an sich eigentlich die richtige sind. Schmili? Sag mal. Als nächstes brauchen wir ein bisschen Erde für eine der besagten Flüssigkeiten. So, Flüssigkeit Nummer 2. Die ekligste Farbe der ganzen Welt. Boah. Yeah. Dritte Flüssigkeit, Frittierfett. Bis später. Alles gut. Dann noch Papierschaum. Zu guter Letzt noch ein bisschen Team Row Klowasser. Ey, guck mal, das ist lila. Das ist einfach lila. Das ist sogar sehr gut, dass es lila ist. Das wird Rob auf jeden Fall. Das kann jetzt eigentlich jeden Moment losgehen. Wir haben jetzt erstmal die 5 verschiedenen Flüssigkeiten in 5 verschiedene Eimer reingeleert. Diese 5 Eimer haben wir jetzt dann in den verschiedenen Räumen in der Team Robo verteilt. Und über jeden einzelnen Eimer haben wir ein paar Sneaker gehängt. In dem Fall natürlich die Adiletten, das ist eine sehr wertvolle Schuhe, hat Rob mir gesagt, das ist anscheinend ein Trend oder so. Und in jedem Zimmer bzw. bei jedem Schuh gibt es dann auch eine kleine Aufgabe, die Rob bewältigen muss. In dem Fall zum Beispiel muss er etwas in dem Matsch zu erfüllen. Und genauso dann dieser kleine Vibrator. Wir gehen uns mal da rein. Oh. Der ist gar nicht versunken, jetzt musst du selber reingrapschen. Wird auf jeden Fall witzig, wenn er auf den Startbutton drückt. Und die Endstation ist dann hier in seinem Zimmer. Und das sind lustigerweise irgendwo seine Lieblingssneaker. Es sind nicht seine heftigsten, aber die haben auf jeden Fall eine emotionale Story. Und davon abgesehen, dass es anscheinend die Schuhe sind, die Rob immer zum Kochen trägt, haben wir auf jeden Fall auch ein paar heftige Memories mit diesen Schuhen hier im Kleinen gemacht. Ich denke mal, er wird sich also unbedingt retten wollen. Aber Freunde, wir wollen natürlich nicht, dass der Rob denkt, dass wir für den ganzen Crack verantwortlich waren. Das heißt, wir nehmen uns diesen kleinen Sündenbock. Darf ich vorstellen, der for Crack the Christmas Man. Leute, ich würde sagen, wir warten auf Rob. So. Rob ist da, das heißt, wir brauchen jetzt noch einen kleinen Crack Christmas Man. Dann, wie geht denn? Was geht? Leute, ich hab einfach meinen Grill dabei. Digga, was geht bei euch? Warum? Wir haben ein Problem, Rob, das muss ich jetzt kurz mitteilen. Ich wollte ja eigentlich auch mit mir zu Besuch kommen, aber dann war auf einmal der vercrackte Christmas Man von euch hier. Und wie du siehst, also erstmal falsche Jahreszeit. Er hat sich vertan, er ist ein bisschen vercrackt, weil er irgendwie immer richtig viel crackt. Ja. Deswegen hat er auch den Fehler gemacht, dass er die Schuhe an die Decke gehangen hat. Ja. Ein paar weitere Probleme hat er auch noch mitgebracht. Und zwar wollte er natürlich die Geschenke in die Schuhe reinstecken. Aber dann sind ihm ein paar Geschenke runtergefallen. Zufälligerweise standen gerade immer solche ekligen Eimer darunter. Teilweise sind da Geschenke reingefallen und sonstige Missgeschicke sind schon 250 Euro gekostet. Der macht die nicht kaputt. Das größte aller Probleme, der vercrackte Christmas Man hat sich auch in seinem Zeitplan ein bisschen vertan. Und der Abgabetermin für die ganzen Geschenke, dass sie noch rechtzeitig zum Nikolaus ankommen, ist in 5 Minuten. Oh. Das heißt, Zeitspiel. In 5 Minuten werden alle Schuhe runterfallen. Du hast jetzt aber noch die Chance, die Eimer, die da drunter stehen, wegzuräumen. Und zwar, du kannst dem vercrackten Christmas Man helfen, indem du seine Nachrichten liest, die er dir hier gestellt hat, und ihm eventuell so ein bisschen unter die Arme passt, okay? Okay, okay. Oh no, eins der Geschenke ist mir in den Matsch gefallen. Kannst du erfüllen, was es ist?
Okay, also Bro. In dem Matsch befindet sich eine Sache, die der Cracked Christmas Man jemand checken wollte. Okay. Du musst rausfinden, was es ist, aber du darfst natürlich nicht reingucken. Okay. Und alles, was in 5 Minuten noch über dem ekligen Eimer hängt, fällt auch in den ekligen Eimer. Okay, das heißt... Okay. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken und schauen. Tatsächlich genau jetzt in 5 Minuten zufälligerweise beginnt. Boah, was ist das? Dreck? Erde? Ist das meine eigene Erde? Du darfst nicht gucken. Nein, nein, wir haben die Erde extra besorgt. Ist das so? Nein, der Verkrackte Christmas hat sie besorgt. Erstmal musst du es natürlich finden und dann musst du rausfinden, was es ist, ohne zu gucken. Da ist doch gar nichts. Oh doch, das ist definitiv was drin. Da ist nichts. Selbst was drin. Ihr verarscht mich doch bestimmt. Nee, eben. Ich darf nicht gucken. Es ist ein bisschen eine kleinere Sache. Okay, groß. Das ist. Okay, ist okay. Was ist? Ist das ein Vibrator? Oh, was? Was? Etwas Salat und den Nachschlag. Ja. Digga, du kennst dich zu gut mit dem Vibrator. War keine gute Sache. Okay, warte. Oh, willst du den einfach nicht wegräumen? Achso, wir sind alles weg. Okay, somit werden die ersten Sneaker auf jeden Fall schon mal gesellt. Oh, du hast aber eine Minute gebraucht, das heißt, du musst ordentlich nachziehen da. Achtung, genau, das ist die Ballstation. Shit. Das Weihnachtsei ist in das Frittierfett gefallen. Oh no, das Weihnachtsei ist ins Frittierfett gefallen. Bekommst du es mit Hilfe der 2 Löffel aus den Schuhen wieder raus. Oh, okay. Du hast also 2 Löffel hier, die der Cracked Christmas Man zur Verfügung gestellt hat. Musst du schaffen, das quasi mit den 2 Löffeln rauszuholen. Einfach rausholen. Boah, Digga, stark. Das war einmal viel zu easy. Das war's? Ja, das war's. Oh, du hast geschafft. Das ist doch mein Frittieröl. Damit hast du auf jeden Fall Zeit rausgeholt, aber du, nein, auch vom Cracked Christmas Man. Glaube ich nicht. Doch. Nächste Stage, Achtung, du musst dich ranhalten. Okay, 2 Minuten nach dem 5. Was? Denn ich muss noch ausrechnen, wie vielen Kindern ich noch Geschenke bringen muss. Meine Rechnung ist im Eimer. Haha. Okay. Ja, genau. Seine Rechnung ist irgendwo im Eimer. Achtung, ein kleiner Tipp, vielleicht kannst du sie nicht erfüllen, wie bei der ersten Challenge. Geil. Hey. Ist das so? Ja. Wie geil. Hey, ich helfe dir ein bisschen. Okay. Warte, man kann echt nichts dafür. Oh, was ist denn da? Okay. 15 minus 3, boah. Okay, wie war das mal? Punktrechnung vor Strichrechnung. Das heißt, ich mache erst die Punkte. Alles klar, 15 mal 3 sind 30, 45. 45 da. 2 Minuten noch. Okay, 45 minus 4 sind 41 plus. Geteilt? 3 geteilt durch 2? Okay, warte. Achtung, 1,3 Sneaker den Bach untergehen. 1,5, 11,5 plus 41 sind 11,5, 42, 52,5. Richtig. Okay. 1,36 noch. Du musst allerdings 2 Sneaker. Ich hab doch die Hände zwaschen. Wow, wir werden jetzt irgendwie das schmutzig. Keine Angst. Okay, Michael Zimmer. Okay, was hast du? Okay. Achtung, lesen wir vor. Fuck, ich habe mich aus einer Flüssigkeit aus deiner Wohnung bei Ihnen. Könntest du diese bitte zurückbringen, please? Okay, jetzt musst du erstmal rausfinden, was das für eine Flüssigkeit ist. Das ist doch bestimmt Bodenputzmittel. Ja. Okay. Ich weiß, es ist Bodenputzmittel. 1 Minute, 2 Minuten, das ist noch einmal Klo. Und 1 Minute. Okay, find es raus. Die Klo. Ja, das Klowasser, oder? Oh! Er hat so viel Schnee rausgefunden. Krass, das riecht ja auch noch klug. Ich hab die Dinger erst letztens gekauft. Okay. Rob, du hast noch 46 Sekunden. 46? Sonst wird der Cracked Christmas Man alle deine Geschenke haben. Ich wollte gerade meine verrückte Physikformel für meinen Schnitten aufschreiben, aber Robert, ich hab sie vergessen. Sie fing an wie Tic-Tac und den Rest weiß ich nicht mehr. Oh, okay, Tic-Tac. Was könnte der Rest sein? Tic-Tac-Toe? Oh, hier ist die physikalische Formel. Okay, Rob. Wir haben noch 25 Sekunden. Oh. Ich glaube, dass der Cracked Christmas Man darauf raus will, dass wir hier eine kleine Session des Tic-Tac-Toes starten. Ach, mit der Farbe, genau. Okay. Shit. Ich fange an, okay. Fuck, das wird unentschieden. 7, 6 Sekunden. 5 Sekunden. Kann ich gewinnen? Nein. Du hättest gewinnen müssen, Bro! Safe in Eimer, ne? Alle nur im Eimer, jetzt!
Rob, das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Also, ich habe wirklich versucht, dich zu supporten, dass du perfekt so bist. Ich hätte so einen kranken Adrenalinschub des Todes. Ey, krass, ich hätte nicht gedacht, dass das alles so actionreich wird. Das war gerade etwas lustig. Oh Mann, diese Schuhe haben so viel mitgemacht, Digga. Digga, ich habe gerade noch jetzt überall in Thailand, in Barcelona. Digga, weißt du, was wir uns in Köln kennengelernt haben? Ja. Und diese Schuhe voll mit voll der Teil unseres Lebens. Ja, die waren so, das waren meine Schuhe, mit denen ich YouTube in Köln angefangen habe. Ja, Mann, und deshalb waren es jetzt auch deine Kochschuhe. Das stimmt. Aber vielleicht kriegen die jetzt so ein neues. Oh, jetzt kommt wieder Falk und macht es. Oh, ich kann den Gunstag. Scheiße, Mann. Ich sehe schon euren nächsten Vlog. Sneaker Pimping. True. Gut, keine Ahnung. Ich war mal ein anderer Prank, würde ich sagen. Letztendlich wurden wir beide vom gecrackten Christmas Man irgendwie ein bisschen gefickt. So, Digga, ich würde sagen, aber Team Brown. Ich wurde auch geprankt. Was ist die Staffel 2! Alter, krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles so haben. Abonnieren! Freunde, abonniert den Kanal. Wie ihr gemerkt habt, die letzten 3 Tage kam jeden Tag ein Video. Und vielleicht geht das jetzt weiter. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ihr tut auf jeden Fall nichts Falsches, wenn ihr hier abonniert. Die Sonne geht richtig geil unter. Mann, ich bin richtig happy. Joint auf jeden Fall dem Team. Rob, ich hoffe, der nächste Prank ballert so richtig rein. Und generell muss ich sagen, ich rieche ein bisschen Drama in der Luft. Ich frage mich, was ich da anbahne. Klar, nix.